Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part. Pokémon Alpha Saphir. Ja, beim letzten Mal haben wir uns Turbots gefangen. Und heute schauen wir mal weiter, was wir hier noch so antreffen können. Bevor es jetzt hier auf diese Insel gehen wird, weil ich glaube, da geht es nun weiter. Gucken wir uns noch ein paar andere Inseln an. Wunderhöhle, okay. Warum können wir hier eigentlich nicht hinfliegen? Warum ist da nichts? Ich weiß es nicht. Ja, das Pokémon, was wir uns heute schnappen werden, ist wahrscheinlich das letzte des Musketier-Trios. Aber zuvor möchte ich mich hier trotzdem noch mal ein bisschen umschauen. Denn es gibt halt eine Insel, die taucht nur random. Ja, die ist ziemlich selten, dass die auftaucht. Und anscheinend haben wir heute wieder mal kein Glück. Na, klasse. Naja, dann halt nicht. Hui. Latias kann so schöne Kunststücke machen. Und hier zeigt man zumindest mal, wie schnell Latias sein kann, ne? Weil die Dinger sollen ja, also die beiden sollen ja, glaube ich, irgendwie mit Schallgeschwindigkeit oder so fliegen. Cool, das wird auch teilweise bei, du spürst einen ruhigen Blick, der dich zu prüfen scheint. Das wird ja auch teilweise bei Tauboss gesagt, dass das Teil, glaube ich, mit Macht 2 oder so fliegen kann. Was, glaube ich, 2000 km/h ist. Bezweifle ich, dass es das kann. Aber naja. Pokédex-Einträge sind jetzt nicht unbedingt alle so logisch. Sagen wir es mal so. Teilweise gibt es auch ein paar relativ verstörende Pokédex-Einträge. Vor allem ein paar etwas brutalere. Erlebt das Teil einer Aeroas? Mann, nee, Moment, nee, nee, bestimmt nicht. Das wäre vielfach effektiv. Das Teil ist ja vom Typen Kampfpflanze. Und da bezweifle ich, dass es eine. Warum können die eigentlich allesamt Schwertanz? Oh, shit. Ich hoffe mal, dass es nur ein Hit tankt. Vom Beulenhelm. Okay, mit Gigasauger bestimmt. Also nach Gigasauger sollte es bestimmt ein Hit noch tanken. Ja, das ist halt das Problem mit Panzereron und dem Beulenhelm. Schade. Dass es da dem Gegner immer ein bisschen Schaden zufügt, was, wenn man das Pokémon fangen will, nicht immer so gut ist. Aber naja. Und hast du jetzt eigentlich als Gigasauger ein? Na gut, ich meine, das tut mir wenigstens nicht so viel Schaden zufügen. Na, come on. Sei ein Liebes, keine Ahnung, was du darstellen sollst. Aber bleib einfach drin. Bleib einfach drinnen, mein liebes Viridium. Rip Panzereron.
Hast du schon mal gut gemacht. Jetzt hoffe ich, dass das Viridium hier nicht zu sehr nervt. Und einfach mal drin bleibt. Wie viel AP hat Sanctoklinge eigentlich? Ich glaube ein paar. Also wird es noch ein paar Angriffe dahingehend machen können. Das Gigasauger hat es auch ein bisschen blöd. Vor allem hat das ja mittlerweile 10 AP, ne? Heißt, es wird sich nochmal gut hochreihen können. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ja, bleib bitte einfach drinnen. Mann! Eieieiei. Immer das gleiche mit den Legis. Man weiß halt nie, wie lange es dauert, ne? Bis die mal drin bleiben. Es kann sein, dass du es nur einen Ball drin hast. Es kann sein, dass es 50 braucht. Wobei, ich glaube, nach 50 Runden hat sich selber gekillt wegen Verzweifler. Das denke ich doch mal schon. Ja gut, ich könnte es natürlich mit Dönerblitz angreifen und hoffen, dass es passiert, aber ich glaube, da brauche ich nichts zu hoffen. Das Teil wird draufgehen danach. Okay, es hat schon Maximum Angriff. Ja, nicht so schön. Das bleibt einfach nicht drinnen. Warum spammt er jetzt eigentlich die ganze Zeit nur Schwertanz? Meine Sanctoklinge, wow, das war ja kaum Schaden. Wird ja immer noch AP haben, oder? Komm, beiß es mal kurz. Okay, wir machen ihm, glaube ich, genauso viel Schaden, wie es mit Gigasauger heilt. Wir fahren einfach nochmal Bälle. Merk aber, Viridium ist so das nervigste von den dreien fast. Mann, ich hab's gehofft, es bleibt drin. Hat sogar noch Heimzahlung. Warum ist es das Nervigste? Weil ich es halt heilen kann. Das ist das Blöde. Komm, hau mal einen Taucher drauf. Das wird das Teil schon überleben. Na, okay. Hat sogar ganz gut. So, jetzt bleib aber bitte drin. Ich will hier nicht noch mehr Zeit dafür verschwenden. Ja, mach ruhig weiter Schwertanz. Damit zögerst du den Reset wenigstens etwas weiter hinaus. Weil ich werde bald wahrscheinlich meine Pokémon heilen müssen. Ein bisschen blöd ist. Ich glaube, Sanctoklinge hat aber auch 20 AP oder so. Das ist halt das kleine Problem, ne? Und da könnten teilweise 50 Runden sogar hinkommen, ne? Ich glaube, Heimzahlung hat 5. Könnte man einen Timerball werfen. Mittlerweile sollten wir da eigentlich auch ein paar Runden zusammen haben. Ich glaube, an die 20 kommen wir bald ran. Na, nicht ganz. Ich glaube, 16, 17 rum jetzt mittlerweile. Na, come on. Okay, es wird langsam Zeit, meine Pokémon zu heilen. Beziehungsweise wird es wahrscheinlich gleich so weit sein, dass ich
ja, cutten werde. Das ist blöd. Heimzahlung, RIP Absol. Nein? Oh, okay. Kann ich noch einen Mon heilen? Ja, jetzt aber RIP Absol. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Durch das Heilen verschwenden wir halt so viele Runden jetzt. Man kann es eigentlich sein, dass Kripok wäre auch hier ein gutes Pokémon gegen, oder? Bis auf Gigasauger kann es gegen Kripok eigentlich kaum was machen. Ja, ich glaube, das war's gleich. Warum haben die auch alle Schwertanz? Das ist so ein Kotzen. Komm, Top-Beleber. Oh, volle AP. Ja, das hängst du sogar noch. Wunderbar. Ja, die Top-Beleber sind mir eigentlich scheißegal. Muss ich ehrlich sagen. Einfach aus dem Grund. Nur, was kann ich mir Vitalkraut oder sowas kaufen? Von daher. So, komm, Timerball muss doch mittlerweile bei, keine Ahnung, 3 sein, also über Hyperball. An der Fangrate. Ja, spam ruhig weiter, dann Schwertanz, das bringt dir nichts. Bist du so nervig? Yes! Alter! Meine Güte! Das war aber haarscharf gerade. Das war haarscharf. Hätte uns ein Panzer Aeron jetzt nochmal angegriffen. Der Panzer Aeron hätte es sich selber gekillt. Wegen dem Beulenhelm. Da hätte ich nichts mehr machen können. Hat mir halt noch gedacht, okay, Panzer Aeron wird noch am ehesten eine Attacke überleben. Von meinem Pokémon. Deshalb heile ich Panzer Aeron halt. Uiuiui, das war aber wirklich nochmal knapp. Das waren gut und gern 40 Runden oder so. Locker. Locker. Nein, schon wieder dieser komische Bug. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Das wollte ich euch noch zeigen. Das 15 AP, okay. Interessant. Insgesamt 20, 30, 50. Ja, also so, nicht mehr viel länger. Und ich glaube, das wäre in Verzweifler geraten. Hatten wir nochmal Glück gehabt. Naja, dann würde ich aber mal sagen, das war's mit Pokémon Alpha Saphir für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch lassen, mit einer kleinen Bekündigung, was euch gefallen hat, was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir uns wahrscheinlich sogar Selfie schnappen werden. Ja, das wird, glaube ich, noch so das Letzte sein, was neben dieser ominösen Insel noch fehlt. Damit wir weitermachen können mit den Legis. Bis dahin.
Ciao, ciao, Leute.